Geld nehmen. Okay. Da liegt Paolo, da ist der Außenposten. Hier hast du schön kein Wunder, dass unser Schwert stumpf ist, wenn wir überall drauf rumkloppen. Knochenartefakt. 11 Meter. Ja. Ist schön, aber ich finde ja noch nicht mal Dunante. Knochenartefakt 90, Rune 90, Knochenartefakt da. Gut, dann markieren wir das mal. Vielleicht finden wir hier irgendwo einen Schlüssel oder sowas. Nein, nicht im Klo. Bei dir? Auch nicht. Du? Ne. Du? Ne. Eigentlich ein schöner Ausblick. Könnten wir uns direkt hier ein bisschen hinsetzen. Oh. Doch, machen wir doch schon. Mahlzeit. Aber ich finde hier keinen Schlüssel. Schublade. Auszug aus dem aus einem längeren Werk über die Geschichte der Aufseher. Das interessiert keinen. Ich brauche so einen blöden Schlüssel, Mensch. Ich versteck mich nicht, ich bin hier. Schick die Ratten zu dir. Kein Blut verschwenden. Du weißt gar nichts. Doch, ich schick sie nochmal. Ja! Warum? Weil ich's kann. Alter Schwede! Seht ihr meine Süßen? Wirklich alle schlechte Menschen. Warum so böse? Deswegen. Nestwichte. Ein Nestwichte. Hörst du jetzt mal auf? So. Weg. Mann. Ein Nestwichte. Das ist ja interessant. Das hatten wir auch noch nicht. Was war bei dir? Jetzt nicht mehr. Gut.
Na, schmeckt's? Hat's ge... Oh, noch so ein Vieh. Aua! Alter Schwede, jetzt geht's aber echt los hier. Das reicht jetzt. Patientenbuch. Mr. Acosta, Symptome. Akute Kurzatmigkeit. Symptome. Schlaflosigkeit. Symptome. Nasenbluten. Seid ihr denn so narrisch? Ist doch gut. Meine Güte. Ich suche nur einen Schlüssel, sonst nix. Sehr geehrte Damen und Herren, aufstehen. Das Fenster war hier schon? Oh, fuck it. Und da unten ist das Knochenartefakt. Keine Ahnung, wie wir da hin... Wart? Achso. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Unfassbar. Kommt von draußen dran. Probier das gleich nochmal von draußen.
die sind beide rot. Vermutlich nur Müll, der im Wind raschelt. Hohe See, mein Herz tut weh. Au! Meine beschissene Kante! Ich werd wahnsinnig. Ich möchte da rein. Ich will da rein. Was ist denn hier los? Ah, nix. Okay. Alles zu. Mann, 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 Mann. An das Personal. Nehmen Sie keine Silbergrafen für Miss Blanchet mehr auf, solange sie nicht gezahlt hat, was sie uns schuldet. Und geben Sie auch keine Ihrer schönen existierenden Porträts. Wir haben uns jetzt erstmal hier in den Laden eingebrochen. Naja, so schön ist das Porträt nur auch wieder nicht. Was hast du jetzt schon wieder? Ja, ich weiß, dass das einen Nachtschmiede entfernt ist. Leo Monte, Künstler, zeichnet Werbung und Porträts für die Zeitungen, wohnt beim Anleger, habe ihn entdeckt, als er sein Hemd in einem Würfelspiel verloren hat. Scheint interessante Tinte auf dem Rücken zu haben, möchte ich mir gerne ansehen. Sag mal, manche Leute sind auch einfach nur eklig. Aber habt ihr mal eine Bong hier stehen, ne? Direkt neben dem Bett. Lalalala.
Bongo die einen. Oh, Kopfsalat, Kartoffel. Kartoffel und Möhre. Aber es ist Schwarzbrot. Tachchen. Was macht man mit deiner Spritzflasche? Umspritzen. Ach, das war die Tür. Okay. Tattoo-Studio? Im Keller? Ist ja geil. Oh, entschuldige. Mein Tagebuch zu magischen Zeichen. Es hat sich entzündet und der Heiler sagte, ich soll den Umschlag noch mindestens einen Tag drauf lassen. Alter Schwede. Neuer Missionshinweis. Was? Kehrt Paolo immer am selben Ort zurück an einem Schrein des Ortsteils in der Nähe seines Büros. Ja, Paolo ist wieder Auferstehung. Paolo verschwand in einem Rattenschwamm und ist woanders wieder aufgetaucht. Um ihn zu töten und bewusstlos zu machen, musst du ihn zweimal am gleichen Tag erwischen. Ich hab ihn doch schon. Wäre jetzt geil, wenn wir uns hier hinsetzen und gerade so ein Tattoo machen könnten, ey. Das wäre mal was. Okay, jetzt haben wir das Tattoo-Studio gefunden. Ich habe auch keine Ahnung, was das für einen Sinn macht. Ist zu, kommen wir nicht weiter. Nicht Tag und Nacht in Betrieb hätte, würden sich unsere Kinder nicht am Staub in den Schlaf husten. Die Schuld lässt sich leicht auf den Herzog schieben, aber wir beide sind von der Industrie abhängig. Die Bergwerke sind die Lebensader der Stadt. Wir sind hier im feindlichen Gebiet. Der Herzog hätte den Betrieb wie sein Vater fortsetzen können. Schnell genug, um die Stadt zu erhalten, ohne uns in Staub zu begraben. Oh. Heute leben doppelt so viele Leute in Kanaka. Wenn die Bergwerke gedrosselt würden, wäre meine halbe Familie ohne Arbeit. Was nützt es, wenn einen die Arbeit ins frühe Grab bringt, nur damit man was zu beißen hat? Gefährliche Töne höre ich gerade. Was macht man mit denen? Die sind so in ihre Arbeit vertieft. Nö. Sag mal, hast du Knall? Irgendwann finden wir dich. Schaum wie dir. Wo versteckst du dich, los, Feigling? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Oh, es gibt neue Hunde. Hallo? Ja, der erste Fernseher am Bett. Nee, ist kein Fernseher. Sag mal, Leute. Ich suche so einen beschissenen Schlüssel. Kann doch echt nicht wahr sein. Herzog veranstaltet Feier zur Amtseinführung. Ja, ach, Mann. Tür zu. Mal.
Tür zu. Sag mal, kommt die überhaupt raus? Ach komm, das geht. Ja, da kommst du nicht drauf, da kommst du nie drauf. Bin ich denn jetzt? Wachsam bleiben. Schön wachsam. Okay, da drüben ist ein Zahnarzt. Obwohl heute einer meiner lieben Brüder meine Maske schwärzen muss. Vorsteigen wie ein ansteckender Schwarm. Diesmal krieg ich den Sieg. So, feindseliges Gebiet. Okay, hier geht's nicht raus. Die Tür ist verschlossen. Ach, die ist deswegen verschlossen. Die kriegt bestimmt auf. Wo geht das Kabel lang? Und weg. Ist immer noch da. Eine Spur der Verwüstung. Im Keller würde es einen Hintereingang geben. Das Familienkomitee setzt sich für Bergleute ein. Wenn Paolo sich durchsetzt, ist das Gesetz noch weniger wert als unterm Herzog. Okay. Paolo und Bern. Vielleicht geht es denn. Würde ich Staub verkaufen, wäre ich reich. Würde ich Staub verkaufen? Komm, wir gehen mal gucken. Aufschlaggranate. Explodiert beim Kontakt mit lebenden Zielen. Und Haftgranate. Gut. Wir brauchen... Ach du Scheiße, wir haben keine Munition einstecken. Die Hand drauf. War mir eine Freude. Sie werden es nicht bereuen. Gegen den Staub nicht machen. Beim Durchsuchen des Büros für Architekturplanung hat jemand eine Karte von Aramis Stilons Haus gefunden. Oh! Passen Sie da draußen auf sich auf. Anscheinend gibt es einen Heuler namens Durante, der weiß, wie man dieses Schloss aufsperren kann. Allerdings wurde er von einem Aufseher gefangen genommen. Untersuche ihren Außenposten, um mehr zu fahren. Er wurde gefangen genommen. Karte. Das Anwesen. Hinterhof, Keller, Schmetterlingszimmer, Esszimmer, große Halle, Wasserbecken, Arbeitszimmer. Okay. Okay.
Arbeitszimmer 7. Da ist sogar eine Treppe drin. Okay. Paolo und Burn. Vielleicht geht es den Bossen zu gut. Ich kümmere mich um meinen Kram. Versuch durchzukommen. Der wird gleich böse. Hier regiert der Orden. Bleiben Sie in neutralem Gebiet. Alles klar. Ich bin stark. Hä? Und was ist hier los? Du wieder. Ja. Was soll das? Das ist neutrales Gebiet, du Ei. Oh, was haben wir denn hier? Ach, das war der Eingang. Ja. Interessante Kluft haben sie da. Ja, ne, super. Verdammt! Ist er wieder hier? Hallo? Geld dafür. Kein Durchgang, alles klar. Trotzdem können wir hier durch. Irgendein Aufseher hat Durante. Gut. Nehmen wir den jetzt mit. Dicks und so. Was ist der denn? Wieso greift er mich an? Ich bring Paolo mit. Das muss ich nicht kapieren, oder? Wenig. Paolo ist das war der Kronenmeuchler. Wer das er auch war, wir kriegen Mann. Sie. Das ist krank. Was hier auch mit den Heulern los ist, verglichen mit Dunwall, muss es bedeutungslos sein. Auszug aus einem längeren Werk. In der Natur gibt es Wellenbewegungen, die wir kaum mit unseren Sinnen erfassen können. Mal Platz machen hier. Der taucht schon wieder auf. Ja. Muss nur geduldig sein. Ah ja. Aua, aua. Habe jemanden verloren? Einen Strom von Unwahrheiten auszuschweigen. Die Echos der Lügen kehren als die Stimme des Outsiders zurück. Warte mal. Ist das hier? Jetzt kann ich hier komplett rumspazieren. Ach schön. Ich kann hier komplett rumspazieren. Mhm.
Sie haben unsere gute Arbeit erlebt. Bald sind die Inseln frei von Hexerei und Ketzertum. Okay. Etwas stimmt nicht. Ja, ich hab grad Geld geklaut. Ich werde die Schritte eines ketzerischen Wanderers nicht dulden. Okay, da kommen wir eben her. Ach schön. Oh, entschuldigt. Ups. Mir ist so leid. Nicht. Ich raff grad nicht. Ich bin doch hier. Oh. Schön hochnehmen. Seite. Gut, dann gehen wir noch höher. Was? Hä? Ich hab sie nicht durchs Fenster kommen sehen. Sie war zu schnell. Die Heuler sind feige, Bruder, aber wir haben 6 von ihnen erwischt. Ich bin froh, dass du da bist. Wenn ich gehen muss, ist es schön, einen Freund bei mir zu haben. Du ehrst mich. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber die Wunde sieht verdammt übel aus. Besser so als ein Todeskampf. Dann gehe ich jetzt. Nee. Die Gebote in meinem Herzen. Nein. Mach's gut, Aufseher. Schwinde aus dieser Welt. Ach so, macht man bei euch so? Na gut, wenn man das bei euch so macht, dann. Hä? What? Okay, du stehst jetzt noch ein bisschen wache da, dann mach das. Ah ja, mal eine kurze Woche. Auch gut. Verfluchte Huren. Buch der Gefallenen. Aufs. Ach du Scheiße. Söhnort, ihr schwarzbeseelter Anführer. Und ist es Paolo? Das ist unerwartet, aber willkommen. Sie haben geschafft, woran meine Aufseher gescheitert sind. Respekt, Fremdling. Respekt, Alter. Sie wissen ja nicht, was Sie Gutes getan haben. Ohne Paolo habe ich große Pläne für Kanaka. Ich habe von Ihnen und Ihren Ambitionen gehört, Vizeaufseher Byrne. Aber für mich war es nur ein Mittel zum Zweck. Vergisst der Orden seine Freunde nicht? Da ist der Schlüssel. Nein. Und auch nicht unsere Feinde. Aber was genau wollen Sie? Ich muss in das Haus von Aramis Stilton gelangen. Nein, das ist ja mal interessant. Mit Stiltons Haus stimmt etwas nicht. Ich mache mir sogar große Sorgen darum. Ich muss wissen, was dort geschehen ist. Wenn Sie mir helfen, revanchiere ich mich. Dank des Herzogs hatten wir unseren Platz hier in Kanaka verloren und versuchen, die Straßen gegen den Ketzer Paolo zu verteidigen. Aber Sie haben sein dunkles Herz zum Stehen gebracht. Und dafür gebe ich Ihnen, was Sie wollen. Ich bin ganz Ohr. Wir haben einen der Heuler verhört und erfahren, dass ein paar von ihnen wissen, wie man Chindos Schloss öffnen und Aramis Stiltons Haus betreten kann. Vermutlich nur Paolo und seine Vertrauten. Was sie suchen, hängt vielleicht mit der Versiegelung von Stiltons Haus durch den Herzog und Chindos zusammen.
Also dann los. Das könnte mein bisher lohnenswertester Besuch beim Orden werden. Ich werde mich an Ihre Hilfe erinnern, Vizeaufseher Byrne. Ich auch, Assassine. Bringen Sie unseren Freund hier weg. Stopp. Dem Orden treu. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Das werden wir gleich sehen. Was das ist das? Haus ist verflucht. Passen Sie auf sich auf. United Miners of Kanaka? Okay. So. Die Gebote zu missachten bringt nichts Gutes mit. Der Gefangene Heule unten hat wichtige Informationen über seine kriminellen Partner und ihre ketzerische Anführerin Paolo preisgegeben. Exzess zu dieser Stunde und Hexerei von den übelsten Sorte. Mit seinem letzten Atemzug erhüllte der Gefangene, dass Herzog höchstpersönlich Paolo Essen in einem abgeriegelten Haus von Amazon schicken lässt. Es wird von Justins Schloss gesichert. Zweifellos hat Ginos des Herzogs die Kombination verraten und Paolo sie wiederum an den Gefangenen weitergeben. Ein grenzenloses Gefecht der Korruption. Sich. Nur Wahnsinn und Tod. Denken Sie daran. Ich bin kurz davor, etwas Großes in Karnaka zu erreichen. Ein Experiment. Es fehlt nicht mehr viel. Dann kann ich vom Palast aus über ganz Zirkonos herrschen. Denken Sie nur. Eine ganze Insel im Einklang mit den sieben Geburten. Sie können das nicht wissen, aber früher hatte ich viel mit Mitgliedern Ihres Ordens zu tun. Darunter zwei Oberaufseher. Manche waren gute Menschen, manche nicht. Verzeihen Sie mir also, wenn ich diesen Gedanken mit Vorsicht genieße. Achten Sie auf Ihre Worte. Der Orden vergisst nicht. Ich garantiere Ihnen, wenn ich über dieses Land herrschen sollte, werde ich dem Kaiserreich und dem Orden dienen. Das ist weit mehr, als man über Herzog Luca Abele sagen kann. Gehen Sie in Frieden. Vorerst. Gut. Jetzt haben wir trotzdem immer noch nicht, was wir wollen. Ich muss ins Knochen, in das Haus darüber. Dann das Schlüssel. Alter, ist das hoch. Da kann man hier raus und darüber und was weiß ich alles. Ist nicht euer Ernst. Das ist so dieser alternative Weg, oder was? Scheint so. Kann ich jetzt so rumlaufen? Ja, kann ich.